Servus Leute, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber seitdem ich jetzt die neue und deutlich größere Werkstatt hier habe, haben sich auch meine Projekte ein bisschen geändert und die sind auch ein bisschen größer und vielleicht sogar anspruchsvoller geworden, würde ich sagen. Und das hat mich die letzte Zeit öfters mal an meine Grenzen gebracht. Wenn ich mich da zum Beispiel an das XXL Baumscheiben-Tischprojekt zurückerinnere, das war ein extrem cooles Projekt, aber auch vom Umfang her schon so groß, dass ich da echt Probleme gehabt habe, die Oberfläche noch abzurichten. Das war damals ein richtiger Kampf. Ich habe ja damals die Riesenfläche mit dem kleinen Handhobel hier abgerichtet. Das hat auch funktioniert, aber halt nur, weil die Baumscheibe schon ziemlich gerade abgerichtet war. Weil sonst wäre ich damit wahrscheinlich nicht mehr weit kommen. Und genau auf dieses Tischvideo hin hat mich dann ein Mitarbeiter von der Firma Todd angeschrieben. Hat gemeint, Frank, wir haben dein Video gesehen und wir würden dich gern in Zukunft bei deinen Projekten unterstützen und würden dir gern unseren Router-Sled zuschicken. Und den habe ich jetzt hier stehen. Und genau den werden wir uns heute mal anschauen, einen aufbauen, testen, wie genau man damit arbeiten kann. Und dann werden wir auch mal schauen, ob das noch was für Heimwerker wie mich ist oder ob das schon Profi-Werkzeug ist. Da ergeben sich dann in der Werkstatt auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Da bin ich schon echt gespannt drauf. So, ausgepackt ist es. Hier haben wir mal die ganzen Schienen für das Gestell, die wir brauchen. Hier ist das Montagezubehör drin. Hier müsste dann der Schlitten drin sein mit dem Fräser und allem drum und dran. Ja. Also wenn ich mir jetzt hier allein schon mal den Fräskopf anschaue, das ist ein anderes Kaliber von der Größe her, als ich ihn bisher benutzt habe. Dann legen wir mal los, da gibt es einiges zu montieren. Ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal mit dem Gestell an. So sieht die fertig montierte Schiene dann aus. Ja, ein ganz schönes Gerät. Genau genommen ist das Gestell 3 Meter lang und 1,50 Meter breit und damit kann man Bohlen bis zu einer Länge von 2,50 Meter und einer Breite von 1 Meter bearbeiten. Und das ist schon ordentlich. Also so eine große Bohle habe ich bisher auch noch nicht bearbeitet. Weiß auch nicht, ob ich es jemals machen werde, aber ihr wisst ja, können ist besser als wollen. Den Schlitten habe ich jetzt mittlerweile auch schon mal fertig montiert. Und ihr seht schon von der Verarbeitung her, das ist alles massiver Stahl, kein billiges Blech. Das müssen wir jetzt hier nur noch so auf die Schiene draufsetzen und dann müsste es eigentlich schon laufen. Ja, das funktioniert. Der Schlitten kommt jetzt hier so auf das Gestell drauf. Und auch das läuft butterweich. Und hier kann man dann auch noch so eine Stange befestigen und damit kann man den Schlitten dann führen. Es sieht dann so aus und dann kann man bequem über die komplette Breite arbeiten. Dann werden wir das Werkzeug jetzt mal testen, wie man damit arbeiten kann und wie genau es ist. Aber ich werde dazu das Gestell halbieren, weil so eine große Bohle habe ich nicht. Dann kann ich ganz sauber hier auf dem Arbeitstisch arbeiten, weil ihr wisst schon, ich komme jetzt auch langsam in ein Alter, wo man sich nicht mehr so gern bückt. Kennt ihr auch, oder? Dazu muss man nur die zwei Verbinder hier lösen, dann hat man ja zwei Teile. So, zum Glück bin ich professioneller Bodybuilder, da ist das kein Problem. Hat sich das Training der letzten Jahre schon bezahlt gemacht. Ich glaube nicht. Ich habe mir dazu übrigens auch gleich eine neue Oberfräse gegönnt, weil die großen Planfräser hier, die haben eine 12er Aufnahme und bei meinem alten, da ging es maximal bis 8. Unten kommen dann auch solche Staubbürsten dran, die gibt es in verschiedenen Höhen und die sorgen später dafür, dass es dann beim Fräsen nicht so eich staubt. So, dann legen wir los mit dem Test. Bin gespannt. Testen will ich das Ganze an dieser Bohle hier. Das war früher mal mein allererster selber gebauter Couchtisch. Und ihr seht schon, da gibt es einiges abzurichten. Die Platte ist krumm und schief. Bevor wir jetzt hier mit dem Fräsen anfangen können, müssen wir die Platte noch gegen Verrutschen sichern, weil auf dem Holz, da rutscht sie natürlich ziemlich rum. Und deswegen sind hier so Metallbleche dabei. Die haben vorne so Spitzen und damit kann man es hier an der Seite fixieren. So, jetzt wackelt da nichts mehr. Noch eine ganz, ganz kurze Anmerkung zu der Bürste hier. Die sollte laut Hersteller immer ein bisschen niedriger sein als die Bohle, weil dann liegt sie nämlich beim Fräsen komplett auf dem Holz auf und es kann kein Staub austreten. Okay, dann legen wir los.
zu Beginn, wo die Fläche noch ziemlich ungleichmäßig war, da habe ich erstmal ein bisschen Probleme gehabt, die Frästiefe richtig einzustellen. Ja, ihr seht's, ziemlich rechts am Anfang, da hat es mir gleich mal ein paar Macken ins Holz reinkauen, weil der Fräser zu tief eingestellt war. Aber wenn man dann mal eine Fläche hat, die dann flächig angefräst ist, dann wird es einfacher. Also dann lässt sich die Tiefe deutlich einfacher einstellen. So ein Fräser, der hat natürlich ordentlich Power. Meine Oberfräse hat 2400 Watt. Die zieht natürlich durch und die verzeiht auch keine Fehler. Also da muss man am Anfang, wenn man noch keine großen Erfahrungen mit dem Gerät hat, erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Da ich ja von der Oberfläche sowieso einiges abnehmen musste, war das dann letztendlich kein Problem mehr. Also die Macken hat man dann nicht mehr gesehen. Aber ja, grundsätzlich muss man da echt aufpassen. Ich habe es dann bei den weiteren Durchgängen so gemacht, dass ich den Fräser oben auf der Oberfläche aufgesetzt habe, dann ganz minimal angedruckt habe und dann war es von der Tiefe her so, dass es ca. 1 bis maximal 2 mm abgenommen hat. Ich denke, das ist bei Eichenholz noch gut möglich, ohne dass sich jetzt die Maschine zu euch plagt und das Material, also der Fräser, zu euch abgenutzt wird. So Leute, die Platte ist fertig abgerichtet. Soweit alles glatt. Schauen wir auch mal, wie genau das Ganze ist. So, und ihr seht, ja, das ist wirklich hundertprozentig. Also da ist kein Spalt mehr. Da kann man zufrieden sein. Also, das Ergebnis habt ihr gesehen. Der Routerplaner macht, was er soll, nämlich Flächenplan abrichten. Und das Ganze ist auch ziemlich genau. Da gibt es nichts zu bemängeln. Dann ist ja auch noch die Frage zu klären, ob das Ganze noch was für einen Heimwerker oder schon für einen Profibereich ist. Da kann ich natürlich nur für mich sprechen. Meine Meinung, ich bin froh, dass ich die Maschine jetzt in meiner Werkstatt habe, weil sich da für mich bei zukünftigen Projekten Möglichkeiten ergeben, die ich bisher so noch nicht gehabt habe. Wenn ich jetzt daran denke, mit meiner kleinen Abrichte und dem Handhobel, da kommt man natürlich nicht weit und da habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel so größere Tischplatten mit Epoxidharz, wo man dann zum Schluss die komplette Fläche nochmal planschleifen muss oder auch irgendwelche Holz-Beton-Kombinationen, wo irgendwelche Holzbohlen in Tischplatten aus Beton eingelassen sind. Da wird demnächst einiges kommen und da wird mir das Gerät auch weiterhelfen. Da freue ich mich schon drauf. Man muss natürlich auch dazu sagen, das Gerät hat natürlich einen stolzen Preis. Das kostet über 1000 Euro. Ist natürlich auch sehr wertiges Material, muss man auch sagen. Aber das sind Kosten, wenn man sowas vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr vielleicht nutzt. Ob sich das dann rentiert, ist natürlich die Frage. Also von daher sage ich, ist es wahrscheinlich schon eher ein Werkzeug, wo im gewerblichen Bereich genutzt wird, wo man es halt regelmäßig nutzt. Weil, ja, ob sich das dann sonst rentieren wird, wage ich mal zu bezweifeln, aber das ist natürlich wie immer Ansichtssache. Da kann ja jeder von euch anderer Meinung sein. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten schreiben, was ihr davon haltet. Ja, damit waren wir dann heute wieder am Ende. Das war jetzt diesmal mal kein Projekt. Hoffe aber, dass es für euch trotzdem ein bisschen interessant war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Videos. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.